Willkommen zurück zu Captain Todd Treasure Tracker. Ich habe mittlerweile herausgefunden, wo der 8-Bit-Todd in diesem arabischen Zaubertempel, ihr kennt das ja mit den Zauberteppichen und so. Ich glaube, das ist ein bisschen an diese arabisch-indischen Legenden angelehnt. Und seht doch mal, ganz da oben, also ich hätte ihn im letzten Part eigentlich noch finden können, nur, boah, der war aber ziemlich fies versteckt, aber auch irgendwie eine eindrucksvolle Pose, als er da gerade, habt ihr gesehen, schönes Bild, als er da gerade erwischt wurde mit diesem Muster da, eigentlich recht schön. Okay, gut, boah, aber die 8-Bit-Rosaline, die angeblich in diesem Level sein soll, habe ich noch immer nicht gefunden, naja. Ist aber nicht schlimm, wir wollen ja 8-Bit-Tots und keine 8-Bit-Rosalinas. Hey, pass doch wirklich mal auf. Wir wollen doch loslegen und nicht sehen, wie du hinstolperst. Okay, gut. Wo könnte er diesmal sein? Ich habe keine Ahnung. Wir können diesmal aber wirklich an vielen Orten sein. Ich suche mal alles ab. Moment mal. Wow! Gut, er könnte mal wieder überall sein. Gut. Und das heißt, alles absuchen. Moment, ist er vielleicht hinter den Plakaten da wieder? Hinter den Wingo Wanted Plakaten? Ich finde das immer noch so lustig, dass man da so Plakate aufgehängt hat, wie im Wilden Westen. Gut, aber hier gibt es leider sehr viele Versteckmöglichkeiten. Ja, da gibt's viele. Ja, nicht verzagen. Todd-Fragen. Gut, Moment. Ach, die muss ich ja erst wegschießen. Ist er da unten irgendwo? Da an der Seite? Da oben vielleicht? Da an der Seite? Also viele Versteckmöglichkeiten gibt es ohnehin. Das kann man nicht sagen. Gut, ist er da drinnen vielleicht irgendwo? Da drinnen wäre natürlich ein gutes Versteck. Nö, ich glaube, da drinnen ist er nicht. Was natürlich auch sein könnte, das hat mich eigentlich ein bisschen von diesem Kriech-Pyramia-Level inspiriert. Dass er da irgendwo in den Kanonen drinnen ist. Das kann natürlich auch sein. Oder, dass er da drinnen ist. Aber nein, ich glaube, da ist er nicht drinnen. Moment mal. Dachte mir doch, hier ist nichts. Okay, aber boah, ganz schön schwer. Oder er ist irgendwo ganz am Ende. So. Moment, nein, so. Wo könnte das sein? Na gut, hier war auch der versteckte Goldpilz fies. Und das ist halt generell ein fieser Level. Moment mal. Wie komme ich denn da nachher nochmal rein? Oh, so. Irgendwo muss er doch sein. Es kann so nicht sein, dass ich den gleich beim nächsten Level schon wieder nicht finde. Es kann natürlich auch sein, dass er in irgendeiner Kanone drinnen ist. Oder? Oder? Dass er mal wieder irgendwo aus der Lava herausspringt. Moment. Moment, ist er da an der Seite vielleicht?
Ganz schön kompliziert. Ich habe immer irgendeinen Verdacht, dass in irgendeiner Kanone drinnen steckt. Und da ist das Ziel. Komm schon, irgendwo muss er doch sein. Nein, schon wieder nicht. Na gut, wisst ihr was, ich überspringe den Level einfach mal und hole ihn später nach. Aber ich finde ihn echt nicht. Ja, du hast gewonnen dieses Mal. Gut, ich mache jetzt einfach weiter beim nächsten Level. Hier gibt es ja zum Glück nicht so viele Versteckmöglichkeiten, aber... Naja, ich hätte mir ja schon denken können, dass die von Level zu Level fieser versteckt sind. Okay. Gut, hier gibt es nicht mehr so viele Möglichkeiten. Da! Den habe ich schon gefunden. Seht doch mal, er rennt da in dem Gitter herum. Ja, da. Okay, der war deutlich leichter versteckt. Gewieft, mein Freund, gewieft. Gut, na der war ja super leicht, aber ich finde das Versteck eigentlich gar nicht so schlecht. Aber wo war er vorher? Also wirklich, wo war er denn da vorher? Da habe ich doch alles abgesucht. Aber wo war er? Habt ihr ihn irgendwo gesehen? Naja, okay, dann sind wir ja bei Kapitel 2 auch schon fast am Ende. Ja. Gut, aber hier auf Wingos Wachtürmen gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, sich zu verstecken. Aber irgendwie mag ich diesen nebligen Hintergrund. Ja, gefällt mir. Da am Anfang könnte natürlich sein. Aber ich glaube, da ist er nicht. Hier gibt es natürlich auch wieder viele, viele Möglichkeiten. Ja, wirklich viele. Gut. Gut, Moment. War denn nicht? Ist schon oft vorgekommen. Na gut, oft nicht, aber es war ja in Super Mario 3D World einmal so, dass da ein 8-Bit Luigi in so einer Glasröhre versteckt war, den ich sogar selber erkannt habe und gedacht habe, könnt ihr im Let's Play nachverfolgen, was ist denn das für eine komische Muster, was für eine komische Form da auf der Glasröhre, die da abgebildet ist. Dabei war es ein 8-Bit Luigi. Ja, also das ist schon vorgekommen. Ist er da unten vielleicht? Naja, also herausstichen tut er ja schon, wie man in dem Level vorher gerade gesehen hat. Aber ich glaube, hier ist er nicht. Gut, dann vielleicht hier? Lange Level haben natürlich auch viele Versteckmöglichkeiten. Moment. Gut, schalten wir mal unsere... Ah, Mist, ich hätte doch in die Röhre schießen sollen. Nee, das ist das Waisen-Eimer. Ja, es gab ja da ist eine Super Mario World Folge, wo so ein lustiger Kamek war, der so einen lustigen Namen hatte, wo Mario, Luigi und Peach ständig veräppelt haben, weil er so einen komischen Namen hat. Puh. Mal wieder knifflig. Was ist denn das da hinten? Ist das Wingo? Fällt mir jetzt erst auf. Wenn er hier wieder nicht war, dann gibt es jetzt aber nicht mehr viele Möglichkeiten. Da hinten könnte das sein. Oder auch nicht. Weia, die Suche nach den 8-Bit-Tots wird echt von Mal zu Mal schwerer. Oh weia, gut, dann hoffe ich jetzt, dann kann ich jetzt nur noch hoffen, dass er hier irgendwo ist. Obwohl auf dem kleinen Pfad hier... Hm.
Hier kann man sich ja nicht umschauen. Gut, da hinten haben wir schon Captain Todd. Das heißt, er muss jetzt hier irgendwo sein. Oder? Muss er doch rein theoretisch. Oh, ich sollte erstmal schauen, dass ich hier überhaupt durchkomme. Moment. Okay, vielleicht kann ich aus der Kanone hier ein bisschen mehr sehen. Vielleicht kann ich Captain Todd da hinten abschießen. Kann ich wirklich? Gut, ist da irgendwo was? Vielleicht muss ich erst alle Blöcke wegpfeffern. Okay. Vielleicht sollte ich mich jetzt nicht wieder komplett um die eigene Achse drehen. Dazu gibt es ja auch den Joystick. Gut. Okay, ist er da? Da ist er! Da ist er! Na bitte! Boah, der war jetzt aber echt fies versteckt. Ja, das warst du, mein Freund. Unter den Blöcken, aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Ich habe mir noch gedacht, da vorne war doch irgendwie nichts, aber ich hätte ihn eher in einem dieser komischen Fenster da versteckt. Aber, Hut ab, die haben schon schwierige Verstecke, aber wo der ist, weiß ich immer noch nicht. Na gut, würde ich sagen, ich lasse das jetzt erstmal. Und mach den irgendwann anders. Gut, machen wir mal hier in Episode 3 weiter. Hier im Walzen-Inferno. Kapitel 3 hat ja irgendwie einen komischen Start gehabt mit diesem Lava-Dingsbums. Aber irgendwie auch nicht. Okay. Gut, gut, gut. Ich glaube... Da! Seht doch mal! Ich habe mir noch gedacht, er rennt bestimmt in irgendeiner dieser Walzen drin. Seht doch mal, hier... Hier rennt ein 8-Bit-Luigi drin und oh, die kann man anhalten. Ein 8-Bit-Luigi rennt da drin. Seht ihr mal hier, wenn man genau hinschaut, da wo ich jetzt gerade angetippt habe, ein 8-Bit-Luigi rennt da drinnen. Oh weia, was man mal so alles findet. Okay, aber 8-Bit-Tot sehe ich jetzt nirgends in einer dieser Walzen. Okay, Moment mal, so hätte ich rein theoretisch schon am Anfang beim ersten Mal durchkommen können. Gut. Moment, ich hätte jetzt aber echt vermutet, dass er in einer dieser komischen Walzen drinnen ist. Moment. Nein, das war er nicht. Oh, war er. Moment. Seht doch mal, da unten rennt er, Tatsache. Ist er hier irgendwo? Ups! Naja, kann auch mal passieren. Ein kleiner Absturz für zwischendurch. Ich hätte aber echt gedacht, dass er in einer dieser Walzen drinnen ist. Gar nicht mal so leicht. Ups. Ups! Oh weia, oh weia. Gut, aber... Hier sind echt einige Schwere dabei. Hier unten könnte er sein.
Komm, das ist ein kleiner Level. Da! Da läuft er! Mal wieder springt er aus der Lava raus. Meine Theorie von vorher hat sich bestätigt. Nur leider ein bisschen zu spät. Ganz schön raffiniert von dir, mein Freund. Wir dann immer... Gut, gut, gut. Mal wieder ein paar fiese Verstecke in diesem Park. Bis auf das eine. Gut, nur leider habe ich den einen jetzt nicht gefunden. Naja, ich glaube, den hole ich dann einfach im nächsten Part nach. Na dann, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.